Schnatterich. Wie hieß das noch? Ja, ich glaube, das war richtig. Nee. Schnatterli. Schnatterli gerade leider im Game gegen Justin schon. Deswegen erst einmal hier Dafoon gegen Scorpion. Danach wäre es aber noch möglich, die beiden zu sehen. Gut. Also, schauen wir mal an. Das ist jetzt gerade erster gegen vierter Seed. Von daher projected auf jeden Fall, dass Dafoon gewinnt. Man ist Scorpion aber größtenteils Pit, Dark Pit gewohnt. Oder vielleicht auch mal Pac-Man. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit Palu aussieht. Dafoon, meistens ein Spieler, der an der Ecke dominiert, im Neutral dominiert und dann mit dem harten Combo-Game. Wow! Wow, dass er das punishen konnte, war ziemlich nice. Ist praktisch nicht auf die F-Smash-Falle reingefallen, aber trotzdem reingerollt mit richtigem Timing, um noch den Up-Smash-Punish zu bekommen. Sehr clean. Die Option hätten die meisten nicht gewählt. So, mal sehen, wie der nächste Stock aussieht. Okay, und die Abi trifft nicht, aber auch... Oh doch, wird's gepunished. Gar nicht hart. Bin gespannt, was für Optionen Scorpion hier wählt, um den Stock zu bekommen. Okay, schafft er den Juggle? Nein. Aber die Backer trifft. Und wir sind hier auf dem zweiten Stock. Aber direkte Backer. Und das ist natürlich jetzt ein ganzer Stock lead. Das wird schwierig aufzuholen gegen einen Spieler wie Dafoon. Okay, gegen den letzten Hit von der Nair gelaufen. Oh. Oh, okay. Ja. Das darf nicht passieren auf der Stage, auf der Plattform. Das ist nämlich genau das, was er möchte. Und damit der erste, war das erste Game hier für Dafoon. Aber Scorpion kann natürlich noch zurückholen. Ich bin mal gespannt, ob es einen Character Switch gibt oder ob die Stage sich ändert. Aber ich sehe schon, Pokémon Stadium 2 wird auch dieses Mal gespielt. Und wir sehen Pit. Okay. Also switcht auf seinen Main. Gut. Also Game Nummer 2. Wir bleiben auf Pokémon Stadium 2. Und es geht eigentlich genauso los wie beim ersten Game. Bread and Butter Combos von Dafoon. Aber jetzt hier Scorpion, und der zurückkommen kann mit seinen eigenen Kombos. Wow. Okay. Konnte hier tatsächlich noch überlegen bei der Abi. Ja, mal gucken, ob die Schilde einen großen Unterschied machen hier beim Juggeln. Oh, okay. Nice. Oh, das killt. Sehr schön gemacht von Scorpion hier gerade mit Up Tilt into Up Air. Und der Up Smash. Okay. Ja, doch, also
Scorpion spielt schon echt gut auch mit Pit. Kann ja auf jeden Fall mithalten, muss aber jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein und muss ein bisschen Gas geben. Oh, oh, aber schönes Setup hier von Dafong. Und das ist der zweite Stock. Ja, hilft aber auch nur ruhig bleiben. Ja, doch, aber die Options von Dafong immer schon sehr gewählt. Oh, schöne Down Air. Kann aber leider nicht damit weitermachen. Und auch danach wird es unterbrochen mit Duffy. Okay, Uptilt hinter Up-Air. Schön. Oh. Spike war da, aber nicht die Spike-Hitbox. Oh, ja. Okay, die Side B. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Momentum hier auf Scorpion. Für einen Ausgleich. Genau so. Kann aber, 20 sind natürlich ein bisschen zu wenig. Pit, definitiv ein Charakter, der im Neutral viel reißen kann, aber auch im, eigentlich im Advantage und im Disadvantage. Nur eben, seine Tools sind nicht allzu stark. Also viel Damage macht er dann doch nicht. Wie wir jetzt schon sehen konnten. Aber definitiv deutlich flexibler als Palutena hier an der Edge. Oh, aber die Back Air erreicht und Dafong holt das Ganze hier 2-0.